Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Olli am Controller, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Extra für 20 Minuten genau. Aus Hamburg nach Bremen ganz fahren. Kurz mal hergejettet. Ja, das ist ja, also nicht, dass wir einfach alles am Stück mal produzieren. Wir brauchen nicht zu verraten, dass wir beamen können, ne? Nein. Okay. Dann würden wir nur belästigt von irgendwelchen Wissenschaftlern. Also, wir sind mitten im Spiel. Ja. Olli entdeckt gerade Tomb Raider für sich. Genau, mit X und A und Y drücken und so. Ja, also dann hau rein. Ja, wir waren die Halle da. Genau, ne? Wir waren zuletzt dabei, dass ich da so eine Wand aufgestemmt habe. Da kommt Wasser, da ist in der Mitte so ein Brett, was ihr da seht. Ich drücke jetzt mal auf Fortsetzen, das bewegt sich nämlich schön. Ja, genau. Und auf der linken Seite, da seht ihr die Tür, die ist gekoppelt mit diesem Mechanismus. Ja. Und ich versuche da wieder hinzuspringen jetzt. So, sie macht sich gerade frisch. Macht und klug, wie wir sagen. Lauf, jetzt ist das Ding unten und ich wittere nur eine Chance. Jetzt! Scheiße. Ja, gut, dass du sie nur gewittert hast. Ja, genau. Oh, ein bisschen blöd ist sie nicht, ne? Nee, sie nicht. Sie macht ja nur, was man ihr sagt. So. So. Mittlerweile haben wir hier auch die ganzen Totenköpfe runtergerissen. Hochklettern. Oh, da finden sich noch neue. Ja. So. So, der war gestern auch schon online. So, pass auf. Ich warte, bis er unten ist, ne? Ich denke mal, das wäre sehr dann der. Schlau ja, von dir. Ja. Jetzt! Oh. Sollen wir einfach mal zur Tür laufen? Nee, geht nicht, ne? Das schaffen wir nicht. Kannst ja dann irgendwie deinen Arm drunter halten. Ja, aber so richtig voll wird der Laden hier auch nicht. Ja, deswegen, Wasser. Ja, du musst diese Tür da öffnen. Ach so. Mann. Jetzt sind aber wirklich keine Totenköpfe mehr da drin. Nee. Erstmal die Haare. Sie sich. Will immer ihren Zopf hinten trocknen, genau. Ja, das verstehe ich auch. So. Warum schmeißt du sie auch dauernd ins Wasser? So, zack, so. Zack, zack. Und hopp. So, also. Warum nicht gleich so? Ja, so, jetzt geht die Scheiße wieder auf. Und jetzt muss man das Tier durchspannen. Jetzt sollte sie vielleicht nicht ins Wasser gehen. Warum willst du da durch? Warum nicht? Er will das aber nicht. Ach so. Er, der Tomb Raider. Aber jetzt kannst du, guck mal, ist der Laden noch schön geflutet und jetzt kannst du da hochklettern. Wir sollen ja eigentlich ganz hier von dir aus gesehen jetzt in der Mitte nach oben klettern, auf die Spitze dieser Grab. Darauf, ne? Ja, genau. Okay. Dann klettern wir doch mal hoch. Sind da noch? Da konnten wir voll nicht hoch? Nee, weil wir da zu dieser Stelle nicht hingekommen sind wegen des fehlenden Wassers. Dann können wir hier ein paar Totenköpfe fallen lassen. Langsam kenne ich doch meine Lara. Kommen wir hier, glaube ich, nach entweder rechts oder links, rechts oder links. Ich würde sagen rechts, genau, bis zur Kante da. Einmal springen. Über diese Girlande rüber. Ja, genau, und um die Ecke. Es sieht schon geil aus. Aber sie müsste viel mehr Muskeln haben, oder nicht? Glaube ich nicht. Es ist nicht die Größe der Muskeln entscheidend. So. So. Oh. Guck mal, da habe ich aber reagiert, wa? Ja, weil ungefähr eine halbe Stunde Zeitlupe angeschaltet wurde. Guck mal, da ist ein Loch in der Wand. Ja, da will ich jetzt nicht reingehen. Warum nicht? Das ist doch gut. Und so, was guck mal, aber da hinten, das sieht doch gut aus. Aber hätten wir nicht einfach um den Turm rumlaufen können hier? Ja, hätte man natürlich, aber... Also, ich glaube, du musst da an diese weiße Kante jetzt vor dir springen. Da, genau. Springen, A und X, oder wie du das immer machst. Ja, läuft doch. Und jetzt da den nächsten Turm siehst du auch schon vor dir. Ja, oh, wir können es aber, wa? Läuft doch auch ein Springen, oder? Hast du gerade einen Lauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, läuft doch. Mann, die kann aber weit springen. X. Oh, puh. X. Was ist das denn? Das ist bestimmt wieder eine Falle oder so. Das ist, der ist tot. Achso. Der hat es hinter sich. Ah. Ich ahne es, da ist wieder eine Falle. Da leuchtet es auch aus dem Boden heraus. Müssen wir überhaupt hin? Geh da mal vorsichtig, geh mal da wir schnell. Wir müssen da drüber. Gar nicht hin. Doch, wir müssen da hin. Nein, du geh da mal hin. Naja, weiß ich auch nicht. Achtung, das geht doch gleich kaputt. Sehr gut. Ja. Oh! Peng, oh, Peng. Schieße! Zu spät geschossen. Oh, das aber ist so wie bei Aliens. Ja, nur von beim Alien. Wir reden ziemlich oft von Aliens. Muss ja, das, ich war jetzt unser erste, das war unser erstes gemeinsames ach, Mal. Ja, ja. So, wir springen hier rüber. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon, ja. Hüpf. Und jetzt ziehen wir. Genau. Und dann mache ich Peng. Feuer und Peng. Feuer. Oh, Puhchen. Ja, aber so. Guck mal. Yeah. Das bringt Erfahrungspunkte. Irgendwann können wir glaub, bestimmt da uns auch was für kaufen. Für diese Erfahrung, die du da machst. Da musst du mir die Hälfte aber auf mein Xbox-Konto überweisen. Selbstverständlich. Okay. Nicht. Danke. So. Rätsel über Rätsel. Oh, guckst du. Ich weiß gar nicht. Die was passiert dann Maschine ist das? Ich schätze mal, du musst da auf das Brett springen. Oh, da liegt was. Kann man das mitnehmen? Naja, man ist im Endeffekt gerade. Darf ganz ehrlich, Destiny geschädigt, überall wo was leuchtet, rennt man nämlich hin automatisch, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich springe jetzt auf dieses Ding drauf, würde ich mal behaupten. Du bist verrückt, aber mach's mal. Da geht bestimmt da diese Tür auf. Und nochmal springen. Nee, ich denke. Ach so. Na gut, Drücken Sie erst, aktivieren Sie Überlebensinstinkt. Ja, das kennen wir ja schon. Das Wasser muss steigen. Die Mauer muss weg. Das Wasser muss steigen und es muss vor allem steigend bleiben. Ist das Knochensuppe oder was? Ja. Bouillabaisse. Ach, nee. Gibt heute Knochensuppe. Die Knochensuppe. Also draufspringen alleine reicht nicht, offensichtlich. Sollen wir hier mal das Ding jetzt mal wegschießen? Da, genau. Schieß das mal weg. Hey. Alter. Und jetzt draufspringen und dann bleibt das Wasser gestiegen. Das sind ja noch sind die Rätsel so einfach. Und springen mal weiter. Steigt das jetzt? Ah ja, und das nehmen wir als Floß. Ja, das ist doch gut. Jetzt kannst du da an die Kante springen. Das sinkt aber wieder. Oh, da hätte ich mich ja beeilen müssen, ne? Ja, genau. Also nochmal. Oh Mann. Ja, manchmal sind die Dinge auf Zeit. Allerdings finde ich, ist das Niveau, bis die Zeit irgendwie... Sag's doch. Es ist noch Kindergarten und ich hab's vergeigt. Genau. Ja. Ich wollte es auch freundlich ausdrücken, aber du kannst auch einfach weiterlaufen jetzt. Weiterspringen, genau. Und da musst du nämlich die Wand auch aufhauen. Das kennst du doch schon. Wer konstruiert sowas? Du anscheinend, du wusstest ja, was zu machen ist. Sieht ja immer gleich aus. Im Grunde ist die Tomb Raider ziemlich langweilig. So, jetzt kommt da auch Wasser. Ja. Da ist Wasser leer gleich. Ja. Wasser gern. So, das Wasser ist gestiegen und läuft auch nicht wieder ab, offensichtlich. Das hilft uns doch schon mal. Schon wieder? Ja, da ist Floß leuchtet. Hier sind Münzen, ne? Ja, sehr gut. Geld kann man immer gebrauchen. Ja. Bisschen was für den Automaten nachher. Wir müssen ja da hinten hin, wo dieses goldene Ding ist. Deswegen muss das Wasser, glaube ich, noch weiter steigen, sag ich mal. Genau. Und jetzt auf das Brett, genau. Ah, läuft bei dir. Jetzt da oben an die Kante vielleicht. Oh, Scheiße. Jetzt läuft es wieder ab. Also nochmal. Nee, das hat jetzt nicht gereicht. Ah ja, genau. Richtig. Knochensuppe. Ah ja, gut. Toll. Kommt. Und jetzt musst du da doch irgendwie... Nein. Nicht. Aber das musst du machen sein. Ich denke, man kann von dem Ding auf dies... Genau. Jetzt mal diesen rechten Stick drücken, um mal zu erfahren, was man machen muss. Da ist eine Kante, rechts. Da kannst du hinspringen. Ja, war nicht schlecht. Hätte ich machen müssen. Okay, das Ganze nochmal. Ja, aber jetzt haben wir es raus. Jetzt wissen wir, wohin. Genau. Das ist das Schöne, wenn man irgendwann die Zeichen an den Wänden so ein bisschen deuten kann. Und das hat sich offensichtlich im Vorgänger nicht verändert. Und jetzt genau. Hin und... Ja, 100 pro. Und jetzt die Frage, wohin? Dahin oder in die andere Richtung? Dahin, nach rechts. Da würde ich erstmal drauf springen. Oder warst du da schon? Nee, da warst du noch nicht. Jetzt an die Kante von diesem Brett da oben. Nee, nicht schießen, sondern... Meinst du da oben hinspringen oder? Ich würde sagen, ja. Ah, jetzt kommt der Abwasser rein. Ah, und jetzt halten wir es aber aus, weißt du? Jetzt kommen wir da auch... Da sind wir aber rübergespült worden. Ja, einfach rübergespült worden, ja. Super. Warum nicht gleich so? Ja, echt, ey. Muss man immer erst laut werden. Das ist getriggert, glaube ich. Geskriptet, meine ich. Ja. Okay, jetzt sind wir ja gleich da. Oh, haben wir es ja nicht geschafft. 60 Folgen. Das machen wir in 59. Also den Gag hatten wir schon. Ja. Gestern. Hm. Vorgestern? Irgendwann. Down. Ja, guck mal, Mutti. Guck mal, ich hab den. Ja, ich würde. Nein, nicht dahin gehen. Die Bundeslade. Knack. Indy. Das ist alles Morsch da. Mädel, tu's nicht. Gibt's das? Ja. Und leer. Leer. Scheiße. Aber da oben ist alles voller Gold, oder? Ja, ebenso. Das interessiert uns der Inhalt. Ein paar Paletten abkratzen, komm. Rein in den Sarg, würde ich sagen.
Haben Sie sie nicht gesehen? Bisher nicht. Ich würde mal in den Sarg gehen. Nehmen Sie mich aber mit. Würde ich behaupten. Ja, das stimmt. Sprengsätze legen! Ja, nö. Oder die Seile hoch. Und die Typen da weghauen. Sprengsätze, wieso? Ich glaube, sie ist schon im Sarg. Böse Menschen. Das ist ja eine Sequenz jetzt, oder? Ja. Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Hä? Na, du hast dir auch wehgetan, ne? Und zwar an so einer sehr, sagen wir mal, interessanten Stelle. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Ich hab Angst. Ja, ein bisschen. Ich bin die Prophetin. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen. Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Der glaubt uns nicht. Ach so, wenn sie jetzt loslässt. Ziemlich cool. Jo, die Alte ist blutig. Das ist auch der Trick mit der Badewanne. Und schieße nicht hinlegen. Schieße vielleicht mal erstmal auf den, der noch steht. Ja, der hat mich immer gerade. Der hat mich aber gerade auf den rechten gezogen. Ach so, hat er. Ja, ja. Das ist ja fiese. Und Schabring, ja, geht doch. Und schießen! Da ging aber nicht. Und verdammt. Ein Stick zum Sprinten. Sprinten wir doch einfach da rein. Und hüpf! Und ja! Und ich klick, klick. Oh. Oh, das Alter. Will ich nicht nochmal machen. Gut, dass ich nur zugucke. Ah, sehr schön. Hutschi! Und springen. Und da hoch. Und springen und springen. Und X und A und alles. Und nochmal springen. Und da geht's doch hoch gerade. Ja, sehr gut, Olli. Hoch, rüber und da an die Wand. Und springen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Er hat Ruhe, Ruhe im Karton. Wenn der Kuchen spricht, sind die Krümel still. Hey, die Ritter, die besoffen. Ja. Oh, verdammt. Alter, das ist, erinnert mich ganz enorm an Indiana Jones. Er hat sie nicht was mit Indy zu tun? Hat er sie nicht was mit Indy? Bestimmt, das würde ich zumindest. Na, guck mal. Das brauchen wir bestimmt gleich. Zum Glück halt die Mauer in der Mitte, weißt du? Mhm. Noch. Ja, läuft. Ja, ich würde sagen, ich überreiche dir jetzt feierlich fürs nächste Mal. Ja, gib mal her, ich übernehme. Ja. Oh, der ist ganz nass, der Controller. Und warm. Warm auch. Ich kann mir natürlich die Zwischensequenz jetzt angucken. Genau, dann gibst du mir die danach wieder, ne? Ja, natürlich. Hier, unser Freund, der Bergmann. Heißt der Bergmann. Heißt der Bergmann? Nee, aber es ist ein Bergmann. Was? Oh. Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Ich trau dem Typen nicht. Ich auch nicht. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien?
Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht aufhalten. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ist er doch nett? Ich kann ihn nicht aufgeben. Er will was nicht verstecken oder geheim halten. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Nah am Fußboden. Jonah. Der Controller vibriert. Ja, den musst du jetzt fertig machen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Schießen gleich oder so. Nee, machen wir noch gar nichts. Boah. Jetzt gleich schießt du. Jetzt. Oh. Schön mit der X oder Y drücken. Buch fallen lassen. Sie halten uns nicht auf. Tja, das Buch ist weg. Ja, die Munition auch. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Er ist ja echt begeistert. Ja. Ich habe gerade Sibirien gehört. Ich auch. Hm. Ist ganz woanders. Kalt. Oh, während wir das aufnehmen, schneit es übrigens draußen. Ja, authentisch. Ja, finde ich auch. Obwohl, als wir in Syrien eben waren, war es nicht warm draußen. Nicht? Nicht. Also im Verhältnis zum Weltraum schon. Jetzt sind wir irgendwie in Sibirien. Kann das sein? Das ist ja eine ziemlich tolle Gegend da. Laura, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Ach, das ist die Gegenwart, wo wir vorhin... 2 Wochen vorher hieß es ja. Genau. Alles klar. Sie friert. Quatsch. Bitte such nicht nach mir. Die Schneeflocken in den Haaren, ne? Das sieht so geil aus. Das Zittern, das ist auch irgendwie Hammer gemacht. Ja, ja. Überhaupt. Mir ist echt kalt dabei zu gucken. Ich muss Schutz suchen. So, ein kaltes Willkommen. Finden Sie einen Unterschlupf? Also ich könnte sagen, doch. Komm mal, für nichts tun, du. Ja, super, ne? Zugucken. Also fürs fast Einschlafen beim Zugucken. Also wir wissen ja schon, was passiert, denn das haben wir ja eben schon gespielt. Ich mache mal Pause. Denn ich würde sagen, wir machen dann morgen weiter, oder? Haben wir schön. Ja, können wir eine Nacht drüber schlafen, weil da hast du ja richtig viel gemacht heute, du. Es war echt anstrengend. Du hast Pause gedrückt und hast 10 Punkte gekriegt. Alter, echt, es war so anstrengend, Alter. Ja. Das kann ich dir sagen. Dann freuen wir uns auf morgen, auf euch. Auf jeden Fall. Und auf dich. Ich komme morgen wieder. Ehrlich? Ja. Na gut. Na gut. Dann hören wir uns morgen wieder. Juhu. Tschüss. Tschüss.